Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Ah, es kommt ein Bossfight. Es bringt mir doch was zu speichern. Welcome. Es ist der Bosskampf, den ich vorausgeahnt habe. We meet again, Mask. Ah, the little guardian. I gather it was you who defeated Darad and halted the primal lens of soul calling. Sure was. And it felt real good. I remember you from the Tree Folk Sparrows. Who are you? An envoy of the Conclave of the Dawn. A group of mine whose motives run contrary to the Guardians. They're a bunch of thieves who want the Lens's secrets. Is that why you've been helping Eldric? The future he seeks is of great interest to the Conclave. And I suppose you don't care how many people die to make it happen. We believe the rune lenses are at least that valuable, yes. But enough chatter. It's time I repaid some of the Duke's charity. Alleine. Du alleine gegen uns, ja? Bin jetzt nicht voll ausgestattet, das ist ein bisschen schade. Shall I show you the secret of the rune? Sie scheppert einen raus. Und wir auch. Einen schönen Crit von 505. Und die Inferno-Säule gleich hinterher. Gott frisst die Schaden in der ersten Runde. Ich hätte Momo halt. Das ist halt schade. Machen wir das. Sie muss angreifen. Arcana! Wenn sie jetzt noch doppelt angreift. Hab leider nichts gegen Magie. Das ist halt schade. You can count on me. Let me heal. That was close. Ready to heal. Die hat so viel Schaden gefressen und ist noch nicht mal gelb. Ich hätte gedacht, dass sie instant im gelben Bereich ist. Naja, war ein bisschen optimistisch vielleicht gedacht, aber... Here's a little guardian arcana.
Ja, so ein Schutz gegen Magie wäre jetzt was Feines, aber... habe ich leider nicht. Are you all right? Let me heal you. That was close. Ich glaube, wenn sie gelb wird, dreht sie nochmal richtig auf. Das wieder. You can count on me. Zack. Let me heal. That was close. The mayhem continues. Die hält ein bisschen was aus. Die ist nicht ohne die gute Frau. Er hat doch den Wasserschleier. Warum mache ich den denn nicht? Bin manchmal auch richtig dämlich. Manchmal richtig dämlich. Wasserschleier. So, ihre Verteidigung ist doch schon mal runter. So. Kommt der Move wieder? Oh ne, jetzt kommt ein anderer. The rest is in your hands. Shall I show you the secret of the moon? Das war ein heftiger. Wütende Erde. Den habe ich auch noch nicht gesehen vorher. Gott, unsere ganze Verteidigung ist runter. So, sie muss eigentlich erstmal... Ja, jetzt bräuchte ich halt schön meine... was sie einfach weggeschmissen hat. So. Hoffentlich überlebe ich das. So, jetzt können wir... So. Die greift mit an. Vielleicht müsste ich sie auch mal ein bisschen verlangsamen. Aber die Erdattacke hat mir ja aus dem Leben, absolut aus dem Leben befördert.
Lord. Probieren wir es mal damit. Noch mal einen Helden. Mann, die haut schon rein, 480. Jetzt kommt er noch. 3,39. Krone des Landes. Damit bekomme ich doch diese krasse Attacke, die sie da einfach rausgeballert hat. Oh well, I suppose that should be enough. Was ist denn los mit ihr? Defile the barrows and twist ancient knowledge for your own benefit. And it's the Guardian's duty to make you pay. Oh, you'll not be striking me down today, little one. Wie stark ist sie denn bitte? What the? Ah, good. They've released it. I was hoping I'd bought enough time. And now I must away. Don't you dare! Until we meet again, little Guardian. So. No! She did it again! Pooh! Ja, Pooh! So, what was all that rumbling? I do not feel good about this. Ich auch nicht, Rohan. All the more reason to hurry. Say, Noah. Did you ever tell Marissa about our first co-expedition in the Barrows? Nein, no, besser nicht. And maybe it's better we keep it that way. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn wir das nicht erzählen. Ah, magische Tropfen. Wenn die da mal was Stärkeres hätten. Harter Tobak hier, der letzte Dungeon. Ist jetzt auch schon wieder fast 1,5 Stunden, dass der sich zieht. You're mine. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Erst habe ich gedacht, der ist easy peasy. Rechts, links, ein bisschen lang gehen. Aber mein Gott, das hätte ich mir hier nicht erträumen lassen. Aber da ist sie schon mal. Und dann teleportiere ich mich raus. Oh, sie macht einen Weg. Hi. Mist. Jetzt muss ich den Don noch erkunden. Wahrscheinlich komme ich unten irgendwo raus. Die werden doch so nett sein und eine Abkürzung einbauen. Ah, wieder an seinen Gemächern hier ein bisschen. Gibt's hier nichts zu holen? Seltsam. Ich hätte gedacht, hier gibt's was. Und es geht noch weiter runter. Na dann, nicht, dass uns hier schwindelig wird. Bei so viel Treppen runter. Da bin ich jetzt. Ah, okay. Dann kann ich ja auch gleich die roten Türen öffnen, ne? Gar nicht mal so
unfreundlich von dem Spiel. Aber ich hätte die blaue Tür, glaube ich, auch gleich öffnen können. Auf dem Weg? Ne, das macht ja keinen Sinn. Die muss ja erst blau geworden sein. Gesegneter Helm. Gib mir meinen gesegneten Helm. Ein bisschen mehr gute Rüstung nehme ich gerne. So, alles andere ist normal. Aber in der Mitte wird ja dann auch noch viel passieren. Der wird seinen großen Riesendrachen freigelassen haben. Den muss ich dann besiegen. In einem Buschfight. So, jetzt kann ich gleich mal da oben gucken gehen. Den muss man dann in einem Bossfight besiegen. Und am Ende kommt Duke. Vielleicht kommt noch der andere, den war Herzwein. Hieß Bas Herzwein. Den wir festgesetzt hatten. Der Periel umgebracht hat. Könnte ich mir vorstellen, dass man gegen den auch noch kämpft. Heilige Haube. Das machen sie schon clever, dass du wieder auf der Seite rauskommst und halt alles einsammeln kannst. Dann kann ich jetzt gleich hier unten das noch einsammeln. Was da hinter der anderen Tür ist. Schön die rote Linse verwenden. Zack. Gesegnete Rüstung. Maschine. Wird es bestimmt noch eine gesegnete Robe oder irgendwie sowas geben? Dün, 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 dün. Auf der anderen Seite. Ich würde ja dann noch mal hochgehen und gucken. Da war ja auch noch was. Was ich ausgelassen habe. Muss ich auch nochmal nachschauen. Da ist der innere Suchtrieb. I have no love for fighting. Der innere Suchtrieb ist... Oh, Mensch, hab den Anpfiff verpasst. Jetzt muss ich aber mal schnell hier... Oh, mal schnell anmachen, das Spitzenspiel. Da war ich so im Spiel drin, dass ich das ganz vergessen habe. So, jetzt leuchten sie beide. Was ist denn das hier? It's open. Offen. Now let's go face that tyrant down. We should make absolutely sure that we're ready. Who knows what's lying in wait for us? So, da waren wir ja ein bisschen guten Sport mir angucken nebenbei. Ach, der war gut, ne? So, jetzt gehe ich erstmal draußen einkaufen. Gegenstände ablegen und übernachten. Some stress. Ah, Gottes Willen. Goods, right? Leave it. Achso. Das kann weg. Das kann weg.
Das kann weg. Den behalte ich mal, den behalte ich mal. Hm. Das ist weg. Perlenbrosche. Konterrate moderat, das nehmen wir mit. SP plus 1, weg. Die können beide weg. Magieverteidigung, ich halt's mal drin. Rune des Infernos. Sturmwind. Kann eigentlich auch alles. Zu Beginn 2 SP. Oh Gottes Willen. Bewegungsgeschwindigkeit. Geschwindigkeit 20% Magie. Rune des Landes. So. Haben wir da gut aussortiert. So, für ihn war was Neues frei. Da kann ich alles anlegen. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, erhöht Chance auf Betäuben um 50%. Wäre nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht, dass der gleich mit 2 mehr startet. Magie. Magische Verteidigung hoch. Glück hoch. Müsste ja für Crit, dass er mehr Crits reinhaut, würde ich mal vermuten. Der kriegt 2 SP pro Runde, das ist auch heftig. Rüstungsdurchbruch kann verwendet werden. Na, Zaubern braucht er nicht, aber ich glaube, das finde ich ganz cool, wenn er seine SP auflädt. Das ist eine feine Sache. So, aber warum kann... Für Momo habe ich leider nichts. Hm. Wenn wir mal die Erdrune angucken. Die wütende Erde fügt Gegner schweren Erdschaden zu. Die physische Verteidigung geht runter. Der Angriff war schon heftig. Ah, ich bleibe bei meinen anderen Zaubern. Ansonsten sollte es doch eigentlich passen. Oh, er hat noch eine frei. Was hau ich ihm denn da Schönes rein? Sturmwindes? Hm. Eigentlich nur Magie, ne? Dann machst du mal. Bleibst du bei Wind. So, naja, dann. Dann kaufe ich noch mal ein. Bisschen Shopping. Bisschen Wiederherstellungsrauch. So. Da habe ich auch ein paar von verwendet. Ich habe nur magische Tropfen, das ist halt... Sch-
Schmutz. Stay prepared. Muss ich ehrlich sagen. Ich speichere mal gleich draußen. Komm. You need a rest. So, und dann gehe ich... Ja, bla 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 bla. So, dann gehe ich jetzt nochmal links rum. Die letzten Sachen einsammeln und dann teleportiere ich mich aber auch raus. Aber ich will noch so ein bisschen heilige Ausrüstung mitnehmen. Und dann mal gucken, ob ich es dann zu Ende bringe. So, hier habe ich ja schon aufgemacht, die Tür. Schön, dass die Tür noch offen bleiben gleich. Oh, ich habe schon den Fluchturlaub. Ich bin schon zu stark für die hier. Das ist ja angenehm, dann kann ich ja mal schön flüchten. So, hier müsste ich eigentlich gleich nochmal rein. Das mache ich auf den Rückweg. Und dann habe ich aber auch alles abgeklappert, glaube ich. Oder sollte zumindest alles abgeklappert haben. So, das ist die letzte Tür. Und was kriegt man Schönes? Ein gesegneten Schild. Ich habe keinen Schildträger bei mir, oder? Ach doch, er hat hier. Einfach mal ein gesegnetes Schild. Krass. Wunderbar. Naja. Oh, da ist ein Tor gefallen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ah! Mein Geld. Mein Geld wieder verbrannt. Ich habe alles auf Schottland gesetzt, mein ganzes Vermögen. Ich habe an Schottland geglaubt. Immerhin haben die Schotten unser Bier weggesoffen. Wenigstens eine gute Sache. So, ich wollte hier ganz runter gehen. Einmal ganz runter. Und mal gucken, was da ist. Das sieht ja auch so aus, als wenn es hier weitergeht. Wenn man da durchkommt. Die sind aber noch zu stark für mich. Das ist jetzt nicht so, wie ich es erwartet habe. Ne? Ich habe ja gedacht, so, die kriegen das Ding wieder nicht rein. Schottland macht ein Tor, stellt sich hinten rein. Und dass es dann schwer wird. Rune des Wegs des Ritters erhalten. Okay, was ist das? Halbiert Stärke und Magie und gewährt 50% mehr physische und magische Verteidigung. Dann bist du ja ein richtiges Bollwerk. Dann machst du ja den anderen zum richtigen Bollwerk, der das hat. So, dann kaufen wir das hier noch. Davon nochmal zwei. Zack, bumm. So, heilen brauche ich nicht. Dann sollte ich, glaube ich, alles abgeklappert haben. Sodass ich jetzt geradeaus weitergehen kann, endlich. Auf geht's. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Eine Zwischensequenz. Oh, da kommt er schon. What was that? That howl. Ja, Momo, bin da voll bei dir. Sounds like the Duke has one nasty pet. Doesn't matter. We're still coming for him. Warum holt man sich denn so weit als Haustier?
Das wird doch diese Riesenbestie sein, die man schon mal im Labor gesehen hat. Oh, schön den Fluchturlaub. Krass. Sowas will ich auch haben. Dass einfach ein paar Kristalle auf mich schießen und mich wegbeamen. Da ist er, Duke Aldrich. Aldrich. Bleib stehen. Aldrich. Of course it's you. Hä, wer denn sonst, Kollege? I think my grand aspirations would be derailed by some nameless whelp. Today we set the Empire back on the path of righteousness, starting with your death. The secrets of the Barrows and Rune Lenses aren't meant to be heedlessly shared with all. As their defender, it falls to me to strike you down. Pobibi! Genau, Pobibi ist auch dabei hier. What absolute rubbish! Why should we tolerate the Rune Lens's power being relegated to sorcery that only a handful of people can use? And that falteringly at best. We must establish technology that all can use. It is the only way forward for humanity. How can you fools be so selfish as to insist it stay hidden away in some dusty old ruins? I will not permit such intellectually deprived insects to stand in my way. It will not happen. And when have you ever done anything for humanity? All your actions have been about seizing power for yourself. You had the lives of Yelu's fellow villagers in your hands, and you traded them away for your own personal gain. All your talk about humanity is a lie. You don't give a damn about humanity. You're just a monster who speaks of greatness to cover up his own greed. This is the end, Aldrich. Your end. A lie, you say? How could anyone in their right mind call power so great a lie? Prove to me otherwise! Oder muss man gegen beide kämpfen? What's happening? Weil er holt nur den Drachen. Look, the lens. Oh, Gottes Willen. Jetzt geht's los. Aber so richtig. Oh nein. Der macht einfach die ganze Brücke kaputt. Oh mein Gott. Darauf erstmal ein Stück Schokolade. Alte Drakkar. Oder wie auch immer man das ausspricht. Erstmal eine Helden-Kombo. Was machen wir? Seelenpresse 160. Das kann ich viermal einsetzen. Atem des Zwielichts. Heiliger Bimbam. Was ist falsch?
Oh, die Rüstung fast komplett gebrochen. 463. Und die Heilung reicht nicht aus. 546. Krasse Mucke. So, was machen wir? Was machen wir? Muss überlegen, was mache ich? Ich würde gern die Combo nochmal raushauen. Warte, schon wieder ein Tor. Mein Gott. Was ist los mit Deutschland? Er kann auch nochmal normal angreifen. Sie greift normal an. Eine schöne Inferno-Säule und heilen. Oh, schön. Der macht ja gar keinen Schaden gegen mein Bollwerk. Schön geheilt. Bum, 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 Haus raus. Oh ja, 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 ja. 580. Friss Schaden. Friss Schaden. Also die Helden-Kombo. Und er haut einen Schlitzer raus. Inferno-Säule. Kommt wieder, der Atem ist wie nichts. Ich will nicht wissen, was der in der zweiten Phase rausballert. Oh, schon wieder ein Crit. I love it. 4, 6, 5. Gottes Willen. 621. 2, 86. Der frisst aber auch Schaden, der geht nicht in den gelben Bereich. So, mal den Schlitzer. Nochmal die Säule und heilen. Opfer Gefangener. Was ist das denn? Ach so, sie ist jetzt gefangen. Next. Verteidigung ist unten. Ich mache trotzdem die Helden-Kombo. Auf ihn. Den werf ich noch, den Stein. 121, eieiei. Ah, er saugt. Er saugt ab. Okay. Müssen wohl mehrere drauf. Darauf angreifen. 705. Da ist er schon im gelben Bereich, aber er ist gestärkt dadurch. Okay. Dann greifen wir mal alle da an. Oh, die ist doch... Oh Gott. Da haut der aber einen richtigen Crit raus. Wir müssen viel heilen. Wir müssen jetzt heilen.
Gott. Ah. Unzählige Hackmesser. Hat der aber einen rausgehauen wieder. Okay, er ist aber schon im roten Bereich. Heißt, einfach raufkloppen. Ich lasse meine Freunde da liegen. Jawohl. All done then. Is anyone hurt? Boom. Was ist denn jetzt los? Oh Gott, wir haben ihn noch stärker gemacht, oder was? The world has suffered long enough. Alter, habt ihr ein Ei am Wandern, oder was? Wie soll ich denn das hinbekommen? Ich habe gerade alle Ressourcen irgendwie verballert. Oh, wow, 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 das tut weh. Das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Das wirkt ja schon wie Endboss hier richtig. Und gegen Eldric ist dann wahrscheinlich ein Duell, oder? Ah, sie heilt uns schon. Na, wunderbar. Hätte ich das mal gesehen, hätte ich anders agieren können. Was denn jetzt? Feuer der Apokalypse. Habe ich überhaupt so viel HP? Wie soll ich denn das schaffen? Jetzt, der wechselt ja das Elementar immer, okay. Frage. Wie soll ich das schaffen? Also damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Dass das Spiel mich jetzt so bums. Wasserschleier, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hat sich ein Schild gezaubert. Wunderbar. Ach, mit Wasser heilt er sich wahrscheinlich. Mit Erde gibt er sich ein Schild. Feuer ist halt vernichtender Angriff. Und mit Wind weiß ich noch nicht. Jetzt ist Feuer wieder. Jetzt
Ist wieder Kacke am Dampfen, wenn ihr sagt. Wenn wir alle verteidigen. Meteor des Unheils. Ach, meine Fresse. Ach, das war gar nicht so schlimm, wenn man verteidigt. So, jetzt hat er Wasser. Oder lag es daran, dass ich Zauberabwehr habe? Er heilt sich mit 400, cool. Gut, die haben wir ihm wieder abgezogen. Jetzt weiß ich nicht, was bei Sturm passiert. Das zum Beispiel, ja. Ob er da auch irgendwas raushaut. Gucken wir mal. Er bumst halt die vordere Reihe weg. Schöner Crit. Okay. Was jetzt? Achso, ach, das war wegen dem Angriff wahrscheinlich. Oh Gott. Francesca. Vortex der Katastrophe. Der haut aber auch Attacken raus. Jetzt konnten sie ihre Kombo noch nicht mal machen, weil er tot ist. Boah. Aber seine Kreise sind schon mal weg. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Hat eine gute Verteidigung. Oh, was hat der das bekommen? Wie dumm war das denn? Hauen wir mal raus, was wir haben. Going on to friends.
Okay, er macht jetzt wieder seinen Vortex. Ich finde die Crits halt gut, dass er ein paar Crits kriegt. So, auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal schneller als er. Das. Jetzt mal die Stille Wut auspacken. Schöne 118. Was denn jetzt? Ach, jetzt macht er schon wieder irgendeine Ultra-Attacke. Oh Gott, das ist ja hier. Ach so, jetzt macht er wieder die Feuer-Apokalypse. Ist gar nicht übertrieben. Ist gar nicht übertrieben. Hat er seine Kreise wieder? Oh nee, aber er ist schon gelb. Du kannst das machen, du kannst angreifen. Erst danach macht den heiligen Regen. Heilen wir uns mal schon wieder. Oh Gott, ey. Er ist im gelben Bereich, es ist machbar. Es ist schwer, aber es ist machbar. Auch wenn der Meteor des Unheils kommt. Boah, sie haut mit 259 rein. Aber er ist rot. Alarmstufe rot, würde ich sagen. Hau den Schlitzer raus. Hau einen Angriff raus. Die heilt. Auch wenn dann einige tot sind, aber... Bitte. Bitte. Ah, der Kampf hat mich kalt erwischt. Krank. Kranker Kampf. Kranke Attacken, krank inszeniert. Heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe auf Anhieb. We won. Ja, ich bin selber überrascht. Now, we just have to take care of Aldrich. Then this will finally all be over. Oh. The bridge. Damn it. Is everyone okay? Eins gegen eins. Don't worry about us. Keep your eyes on the prize, Noah. Oh, Noah muss es alleine zu Ende bringen. Ach, du meine Nase. I'm coming for you, Aldrich. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen, über einen Kommentar freue ich mich auch und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos,
Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.